Die Architektur bleibt über Jahrzehnte bestehen. Die Erfahrung mit älteren Gebäuden zeigt, wie schwierig es ist, 20, 30, 40 Jahre in die Zukunft zu blicken und zukünftigen Bedürfnissen gerecht zu werden. Aber diese Limitationen bestehen für die Architektur, so wie sie oft umgesetzt wird. Es gibt keinen Grund, sich mit der Kunst dieselben Limitationen aufzuerlegen. Fixe Kunst am Bauarbeiten, die wir zu Beginn von Kunst im Spital angetroffen haben, waren nach einigen Jahren, beispielsweise rein räumlich, falsch. Außerdem ist ihre Wirkung völlig verpufft. Das Wissen darüber, von wem sie stammen, wie sie entstanden sind und was dahinter steckt, ist nicht mehr vorhanden. Allzu oft werden sie nicht einmal mehr gesehen. Es gibt ein sehr schönes Beispiel einer konkreten Kunstanbauarbeit, bei der ich immer wieder den Test mache. Ich schaue immer wieder, ob überhaupt noch jemand der Mitarbeitenden weiß, dass dieses betreffende bauliche Element eigentlich ein Kunstwerk ist. Bis jetzt habe ich in dieser Klinik noch niemanden getroffen, der dies noch weiß. Und es gibt weitere Beispiele für Kunst am Bauarbeiten, die nach einer gewissen Weile ihre Intention völlig verfehlen. Deshalb, mit Kunst im Spital sind wir lebendig und wir gehen mit den Dynamiken des Spitalbetriebes mit. Unsere Ausstellungen werden regelmäßig erneuert. Ständig unterhalten wir sie. Das bedeutet auch, dass wir Werke regelmäßig umplatzieren und Ausstellungen anpassen. Ein großer Teil unserer Ressourcen fließt in den Unterhalt und in den Betrieb. Das ist äußerst wichtig und entscheidend. Die Lebendigkeit ist ein unglaublich wichtiger Teil von Kunst im Spital. I love you.